Hallo, moin, willkommen zum Mobitest Podcast, Folge 112. Hier ist Markus. Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter, grüßt euch, Folge 112. Ein Gruß geht raus an alle Brandschützer des Landes und der Welt. 112, Rules. Genau. Du bist Feuerwehrmann. Ja, oder? Was dann? Natürlich. Hast du früher auch immer Grisou geguckt, der kleine Drache, ich will Feuerwehrmann werden? Es gibt tatsächlich ein Bild, da war ich 4 oder 5 Jahre alt in einem Feuerwehrauto und da sagte ich zu meinem Vater, ich werde mal Feuerwehrmann. Und heute sitze ich in so einem Auto und fahre die Kisten rum. Also ich habe wirklich dieses Foto wahrgemacht, mein Hobby zum Beruf später und habe den besten Job der Welt. Ich weiß gerade gar nicht, was sich mehr schockiert. Entweder, dass es schon Fotos gab, als du Kind warst, oder dass es damals schon Autos gab. Aber vielen Dank auch. Vielleicht sind wir dann doch nicht so alt, wie uns denn manchmal vorgehalten wird. Uiuiui, das war eine heftige Tech-Woche. Also zumindest für mich. Ja. Eine sehr aufregende Tech-Woche. Wer den Podcast so ein bisschen verfolgt, ich bin ja nach einem Jahr Apple, habe ich mich verabschiedet. Auf Twitter wird immer mal wieder gefragt, und? Ja, der Abschied läuft. Wir nehmen jetzt am Samstag auf. Ich habe alles vorbereitet. Morgen Abend wandern mein iPhone und meine Apple Watch in die Bucht. Den iMac, das ist tatsächlich so eine Sache. Ich habe den seit... Ich glaube, im Juni haben wir das letzte Mal im Podcast damit aufgenommen. Seitdem habe ich den nicht mehr eingeschaltet. Aber der ist halt hübsch, der iMac. Da machst du nichts falsch. Das Ding steht da oben rum. Und ja, Dekadenz, ne? Ja, vor allen Dingen, der iMac, das ist so eine Sache, wenn du den einmal, wenn du den verkaufst, irgendwann brauchst du den eh wieder. Und dann steht ja auch noch der berufliche iMac da oben rum, der 27 Zoll 4K. Also, alle Dude, aber aus der Apple-Welt raus. Heute mit Glück, Daumen drücken, soll mein neues Smartwatch ankommen. Wir nehmen heute wieder am Samstag auf. Genau, hoffen wir mal, dass Amazon das hinbekommt. Ich renne jetzt tatsächlich seit einer Woche mit der New Gen Medicals rum. Testbericht auf mobitest.de findet ihr unten in der Beschreibung. Nochmal vielen Dank an Pearl. Jetzt müsste auch die Tage über der Testbericht zu den Auvisio Headset kommen, aber da sprechen wir nachher im Testlabor drüber. Genau. Ja, wie gesagt, ich bin auf Twitter, habe ich die ein oder andere Nachricht erhalten übers letzte Mal. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wir waren ja nie Apple-Fanboys, auch wenn uns das irgendwie... Auch nicht Android, auch nicht Samsung oder sonst wer. Wir sind überhaupt gar keine Fanboys. Wir sind sehr offen, aber auch kritisch. Das, in beide das ist richtig. Ja, genau, diese Kritik sorgt ja auch immer mal wieder dafür, oder dass wir halt recht kritisch sind, sorgt ja immer mal wieder dafür, dass Hersteller, die uns dann Produkte zum Testen überlassen, danach zum Teufel auch noch mal nicht zufrieden sind damit, mit unseren Testberichten. Ja, soll vorkommen, Soll vorkommen. Und dann wirklich einen Riesenaufstand machen. Also, verstehe ich gar nicht. Ich denke, um das Thema mal abzuschließen, und dann haben wir einfach auch so einen Grund drin, lass uns noch mal kurz über Apple sprechen. Ja, ich finde, genau, der Grund, ich habe ja letztes Mal schon erklärt, warum ich da weg möchte vom iPhone, weil ich das Gefühl habe, so ein bisschen eingesperrt zu sein. Es gibt ja diesen Begriff des Apfelgartens, Apple Garden, wo die Mauern so hoch sind, wenn du einmal drin bist, fühlst du dich halt wie im Paradies, aber du kommst dann nie wieder raus. Und das stimmt ein Stück weit. Nun war das bis vor 2, 3 Jahren tatsächlich auch... Es hat niemanden interessiert, weil wenn du einmal drin warst in der Apple-Welt, warst du da drin. Apple hat sich nie mit anderen verglichen, während Samsung ja die ganze Zeit versucht, das Beinchen zu heben und Apple an den Baum zu pinkeln, und das machen sie ja schon seit 10 Jahren, hat Apple das nie gemacht. Das hat Apple einfach nicht interessiert. Apple war immer so, wir sind für uns und was die anderen machen, ist uns egal. Wenn du eine Keynote von Apple gesehen hast zu irgendeinem iPhone, ich sag mal bis vor 2 Jahren, egal zu welchem iPhone, es wurde immer nur auf das eigene Gerät requiriert. Also es wurde immer nur gesagt, das ist die beste Kamera, die je, best camera ever on iPhone. Die beste Kamera, die jemals in einem iPhone verbaut wurde. Der A6-Prozessor ist 60% leistungsfähiger als der A5.
oder der A7, also die haben sich immer nur auf sich selber bezogen. Das ist das beste Display, was jemals in einem iPhone verbaut wurde. Apple hatte damals natürlich Social-Media-Kanäle, damals, wie gesagt, immer bis vor 2-3 Jahren, hatte damals natürlich Social-Media-Kanäle, Twitter, Facebook-Seite, Instagram und so weiter, YouTube-Kanal, die haben sie aber nicht bespielt. Der Apple-Twitter-Kanal, war nicht ein Tweet drauf, jahrelang. Auf dem YouTube-Kanal von Apple gab das die Keynotes und das war's. Es gab keine Hashtags, es gab keine Keywords. Das hat sich vor 2-3 Jahren massiv geändert. Da hat Apple sich plötzlich offen gemacht. Die Gründe liegen auf der Hand. Apple hat jahrelang ein Gerät rausgebracht. 3,5 Zoll Display, schwarz. Und plötzlich gab es im nächsten Jahr mal ein, oh, weißes. Es gibt ein weißes iPhone 3GS. Langes her. Langes her, genau. Aber das war halt Apple. Die haben sich einen feuchten Kehricht drum gekümmert, was die Leute wollen, was die Kunden wollen, was die Nutzer wollen. Die haben gesagt, wir wissen am besten, was ihr wollt. Und hier bekommt ihr jedes Jahr das Gerät, von dem wir überzeugt sind, das ist das Beste für euch. Eine Firmenphilosophie, die mir noch nie sympathisch war, weil ich einfach nicht möchte, dass ein Milliarden-Dollar-Konzern für mich entscheidet, was gut ist und was nicht. Aber es funktioniert, gesagt, muss man dazu sagen. Ja, dann hat Apple sich tatsächlich ein Stück weit geöffnet. Vor 2-3 Jahren fingen sie an, plötzlich die Umgebung mit zu bespielen. Beim iPhone 10 hat nicht die Presse die ersten Geräte bekommen, sondern YouTube-Influencer. YouTuber haben die ersten Testgeräte bekommen. Plötzlich waren die YouTube-Kanäle werden von Apple bespielt, die Twitter-Kanäle werden von Apple bespielt, Instagram und so weiter. Plötzlich ist dort Content vorhanden. Apple fängt an, sich plötzlich darum zu kümmern, wie sie nach außen wirken. Was total spannend ist, weil Apple will ja alles für sich behalten. Apple legt ja unglaublich viel Wert drauf, zu sagen, alles, was bei uns in unserem Mikrokosmos passiert, gehört uns. Die Geräte gehören im Endeffekt uns. Ihr könnt sie zwar kaufen, aber es sind weiterhin unsere Geräte. Das hat sich dann vor 2-3 Jahren so ein Stück weit geändert. Was dann allerdings sehr spannend war, ist, dass Apple auch diverser geworden ist. Überleg mal, wie viele iPhones kannst du heute kaufen? Wie viele iPhones gibt das auf dem Markt? Ja, wir haben letztens mal, in der letzten Podcast schon mal philosophiert darüber und wird ja immer mehr. Also ich habe mittlerweile den Überblick verloren, welche noch zum Verkauf stehen. Ich weiß gar nicht, das iPhone X gibt es, glaube ich, nicht mehr, oder XR oder XS, wie sie hießen. Ich glaube, die werden gar nicht mehr angeboten. Ne? Also ich habe da den Überblick verloren. Doch, es ist krass. Du kannst zurzeit auf die Apple-Seite gehen und kannst das iPhone XR kaufen. Du kannst das iPhone 11 kaufen. Du kannst das iPhone 12 kaufen. Du kannst das iPhone 12 Mini kaufen. Du kannst das iPhone 12 Pro kaufen. Du kannst das iPhone 12 Pro Max kaufen. Das sind 5 oder 6 verschiedene Geräte. Plus, du kannst die Geräte in Schwarz kaufen oder in Nachtgrün, in Weiß, in Schwarz, in Gold, in Product Red, in diversesten Farben. Das heißt, jetzt geh mal gleichzeitig auf die Samsung-Seite und guck mal, wie viele verschiedene Versionen des S21 gibt es. Nehmen wir das S20 noch dazu, weil Apple ja auch ältere Geräte verkauft. Samsung verkauft zumindest von den Geräten, mit denen sie in die Öffentlichkeit treten. Samsung tritt ja nicht mit einem A21 in die Öffentlichkeit, sondern mit der Galaxy-Serie. Es gibt weniger Galaxies zu kaufen, theoretisch, als es iPhones zu kaufen gibt. Weil bei den iPhones kannst du dann ja auch noch unterschiedliche Konfigurationen, Bestückungen. Genau. nicht nur das. Erzähl mal einem Apple-Fan von vor 4 Jahren, dass Apple irgendwann mal die Preise gewinnt für die besten Einsteigergeräte. Du kannst heutzutage in die Apple-Welt für irgendwie, wenn es mal wieder reduziert ist, 300 ein paar zerquetschte Euro, gehst du in die Apple-Welt rein. Das teuerste iPhone, was es heute zu kaufen gibt, das iPhone 12 Pro Max, kostet 1249 Euro. Ja, da lacht sich Oppo tot über den Preis. Ja, das stimmt, das vergessen viele, weil immer gesagt wird, Apple ist so mega hochpreisig. Das stimmt gar nicht mehr. Heute bei Samsung ist dieses Preisschild nicht mehr unrealistisch. Bei Oppo ist es heute mittlerweile, selbst wenn es dauert nicht mehr lange, da wird auch OnePlus in diese Preisregion vorstoßen. Also das hat sich schon ziemlich relativiert. Ja, absolut. Und ja, du hast es ja gerade richtig gesagt. Nimm nochmal Sony dazu.
Ja, Sony, ja, stimmt. Wir haben du kaufst ja das neue Topmodell vom Sony und da kriegst du das iPhone 12 Pro Max mit irgendwie 512 GB, also wirklich bis zum letzten ausgerüstet, und kaufst dir dann noch ein zweites iPhone XR dazu. Neu, bei Apple, nicht irgendwo reduziert, sondern bei Apple auf die Seite, und dafür kriegst du einen Sony. Das heißt, dieses es betrifft aber nicht nur das iPhone. Du bist ja ein iPad-Nutzer. Habe ich ja nie so wirklich genutzt. Frag dich mal, wie viele iPads kannst du heute kaufen? Ja, da gibt es auch jede Menge. Air, genau. iPad, das iPad Mini in Schwarz, in Gold, in Grün, in Blau. Apple ist plötzlich das Unternehmen für jeden geworden. Das heißt, sie haben einfach, finde ich, den Fokus verloren für mich. Das heißt, es ist nicht mehr dieses unbedingte Haben-Wollen. Apple hat bei der letzten Keynote das allererste Mal, und da müssen sie jetzt mit leben, haben sie sich nicht mehr mit Apple verglichen? Sie lügen in den Keynotes. Apple lügt und das interessiert keinen. Apple hat jahrelang gesagt, die Kameraabdeckung ist Saphirglas. Bullshit, ganz normales Glas. Apple sagt, das Display ist das beste, kratzigste Display auf dem Markt. Bullshit, ist es nicht. Ist ein ganz normales Gorilla-Glas Keyboard. Aber dieses auf dem Markt. Sie haben beim letzten Mal gesagt, der neue Prozessor ist der schnellste Smartphone-Prozessor auf den Markt von allen. Und da haben sie diese Balkengrafik gezeigt, andere Prozessoren, ich glaube A14 ist das. Das heißt, sie fangen plötzlich an, sich mit anderen zu messen. Die neue Kamera im iPhone 12 Pro ist laut Keynote die beste Kamera in einem Smartphone auf dem Markt. Nicht mehr in einem iPhone, sondern in einem Smartphone. Und wenn sie das sagen, müssen sie ja damit leben, dass ich ankomme und sage, nö, das ist es einfach nicht. Und dann fangen sie nämlich an, beliebig zu werden. Und das ist aber tatsächlich nicht der Grund für mich, dieses Unternehmen zu verlassen oder diese Marke zu verlassen. Es ist einfach etwas, dass ich das Gefühl habe, dass Apple sich A, nicht für die Kunden interessiert. Also die machen, Apple bietet jetzt Fahrradnavigation im Apple-Kartendienst an, seit dem letzten Update, seit iOS 14 ist es, glaube ich. Ja, aber nicht da, wo ich wohne. Ja, das ist halt immer das Problem. Apple bietet dieses großartige Apple, wie heißt das, Apple Fit Plus an? Warte mal, ja, es hat ein, nee, wie heißt es nochmal? Die haben ja alles mit einem Plus da. Ja, genau. Apple. Ja, aber nicht da, wo ich lebe, nämlich in Europa. So, verstehst du, also es ist, und dann fehlt mir so ein bisschen die Liebe zum Detail, die Liebe zum Gerät. Nehmen wir Huawei, Huawei, das Mate 40. Übrigens, die Kamera ist um ein Vielfaches besser als die Kamera des iPhone 12 Pro Max. Huawei baut in ihre Geräte Dinge ein, die ich bei vielen anderen Herstellern vermisse. Wie schaltest du das Display ein, wenn das Gerät auf dem Tisch liegt, was es ja zumeist tut, wenn du arbeitest? Du sitzt am Schreibtisch irgendwie und möchtest aufs Display gucken. Das Display ist aber schwarz. Welche Möglichkeiten hast du jetzt, das Display einzuschalten? Jetzt meinst du beim Huawei oder beim iPhone? Ja, genau, bei generell. Ja, beim iPhone nimmst du einfach das Telefon hoch oder hast halt Always-on-Display. Kommt aber auch demnächst im iPhone. Super, weißt du, wie ich es beim Huawei mache? Tipp's einfach mal drauf. Nee. Ich guck's an. Oder ja. Und es funktioniert perfekt, Peter. Das Gerät sieht deine Augen und sobald deine Augen aufs Display gucken, geht das Display an. Das ist einfach etwas, das Apple kriegt, das iPhone kriegt das ja nicht mal hin, mich morgens mit Nachrichten oder Sportnachrichten, der Wecker geht morgens an. Die kriegen es ja nicht mal hin, dass sich eine zweite App dazu öffnet. Das meine ich. Du kennst dieses, ich glaube, das Oppo ist das mit diesem ausfahrbaren Display. Ja. Oppo sagt ganz klar, das ist ein Test. Das ist nicht serienreif. Wir wollen einfach nur mal zeigen, woran wir gerade arbeiten. Und geben das dann auch diversen Leuten zum Testen. Und man kann sich Videos angucken. Und das sieht faszinierend aus, wie plötzlich das Telefon in der Hand wächst. Bei Apple weiß ich überhaupt nicht, woran die arbeiten. Die erzählen mir die ganze Zeit irgendetwas von Datenschutz. Wir verbessern den Datenschutz für unsere Nutzer, damit das für die Nutzer besser wird. Was für ein Quatsch. Die verbessern den Datenschutz, damit sie Google und Facebook rausschmeißen können, um ihr eigenes Werbenetzwerk nach vorne zu pushen. Um nichts anderes geht das denen. Und ich vermisse bei Apple einfach so ein bisschen die Liebe.
Und da ich jetzt seit 2 Wochen mit dem Pixel 4a rumrenne, und das ist ein tolles Telefon, hat ein Testbericht ja auch drüber geschrieben, und es ist absolut alltagstauglich, trotz dieser 350 Euro. Und es kann für diese 350 Euro deutlich mehr, als das iPhone kann. Bin ich jetzt seit 1,5 Wochen auf der Suche nach einem neuen Telefon. Peter, wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich brauche ein neues Handy, ein neues Smartphone. Welches empfiehlst du mir? Ja, habe ich letzte Woche schon mal ausführlich drüber gesprochen, dass ich mir bei sowas verdammt schwer tue. Ja. Weil, ey, das ist, allein dein Use Case ist mal ein komplett anderer als bei mir. Ich bin mit meinem iPhone super zufrieden, weil es einfach, wie du so schön sagst, langweilig ist, aber es läuft einfach, ja. Es werkelt so vor sich hin, ich muss mich nicht drum kümmern, und das finde ich gut, weil ich habe ja noch das Redmi 9 hier im Gebrauch als Zweitgerät fürs Testen, und es vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendwas frickeln muss, weil wieder irgendeine Meldung auftaucht, da ist der Speicher voll, da ist das wieder. Das heißt, du vergleichst jetzt gerade ein 100-Euro-Smartphone mit einem 1000-Euro-Smartphone. Nein, es geht einfach um... Nein, doch, ganz kurz, weil ich nutze das Pixel 4a für 350 Euro. Ich muss es nicht mal ein- oder ausschalten, um Speicher freizuräumen. Das Ding läuft von morgens bis abends ohne irgendein Problem. Dasselbe gilt für das S21, was ich gerade im Test habe. Das gilt für alle Android-Geräte, die einfach mehr als 100 Euro kosten. Das ist doch das, was wir auch beim Mobitest immer sagen. Wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal. Ja, natürlich. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, die halt beim Redmi nicht so toll umgesetzt sind wie beim iPhone. Was denn? Wir haben ja ein Thema auf der Agenda stehen, LastPass. Passwortmanager. LastPass ist einer der bekanntesten Passwortmanager, den es so gibt, hat jetzt per Mail mitteilen lassen, dass zum 1. März das kostenlose Modell ein bisschen geändert wird. Das heißt, ab sofort kann man nicht mehr kostenlos über alle Gerätegattungen synchronisieren, weil ich nutze LastPass seit vielen Jahren. Auf dem Mobiltelefon, auf dem Laptop, auf meinem Gaming-PC, überall. Und das ist vorbei. Man muss sich für eine Plattform entscheiden. Also nur noch mobil, nur noch auf dem Laptop oder wo auch immer. Und da ist zum Beispiel bei LastPass gibt es eine App dafür, sowohl bei Android als auch bei iOS. Und bei Apple funktioniert es einfach. Sobald ich irgendwie ein Login einfüllen lasse in eine App, tippe ich drauf, es wird ausgefüllt, läuft bei. Bei Android muss ich jedes Mal oder jedes zweite Mal... Ah, bitte, Peter, stopp, ja? Bitte sag nicht bei Android, sag bei deinem 100. Nein, das ist auch, das war auch bei meinem Samsung Galaxy S21, wie ich es hier hatte, genau dasselbe. Ich muss jedes Mal oder immer wieder mich in die Einstellung reingehen, dieses Teil zum Ausfüllen aktivieren, weil es sich irgendwie der deaktiviert hat. Und das habe ich über zig Telefone, ob jetzt das Oppo Find X2 Pro, was ich zum Testen hatte, weil da habe ich immer LastPass, die erste App, die ich installiere, weil halt eben die ganzen Passwörter super kompliziert sind. Und jedes Mal bei Android kriege ich große Kotzen, weil diese App wieder nicht vernünftig funktioniert, das Ausfüllen nicht funktioniert. Beim iPhone habe ich es einmal aktiviert und seitdem läuft das. Das ist witzig, wie halt die Use Cases, ja, genau, unterschiedlich sind. Ich habe mein ganzes Leben, ich wüsste nicht mal, warum ich so ein unsicheres Ding wie ein Passwortmanager nutzen sollen würde, wenn doch mein Android, auch mein iPhone, sämtliche meiner Passwörter speichert. Warum brauche ich noch eine extra App dafür? Bei Android ist das ja sogar so, dass die Passwörter von meinem Chromebook, von meinem Android-Smartphone und von meinem PC, weil ich dort Chrome nutze, synchronisiert werden. Übrigens genauso wie beim iPhone, wenn ich dort mein iMac nutze. Auch dort sind die Passwörter ja synchronisiert. Passwörter, die ich am Rechner erstelle, sind synchronisiert mit dem Smartphone. Genauso funktioniert das ja auch bei Android. Warum soll ich? Und ich habe einfach das Gefühl, dass ein Unternehmen wie Google oder Apple deutlich sicherer sind, meine Passwörter aufzubewahren, als ein Unternehmen wie LastPass. Ja, okay, da kann man diskutieren drüber. Es fängt schon mal so an, wenn du so eben von einem russischen Oligarchen gekauft werden kann. Moment. Meine Passwörter. Du vergisst aber, wenn sobald du am Rechner kein Chrome benutzen kannst und du musst zum Beispiel Microsoft benutzen, funktioniert das nicht mehr mit dem Google-Passwörtern. Das darf man nicht vergessen. Da hast du natürlich recht, aber das ist ja schlimm. Ja, richtig. Und so Probleme gibt es halt. Ne? Und auf jeden Fall, LastPass habe ich jetzt den Rücken gekehrt und bin jetzt zu Bitwarden gewechselt, weil da ist es immer noch kostenlos, funktioniert genauso gut. Und auch da, dasselbe Problem. Beim iPhone Bitwarden installiert die App, aktiviert, füllt mir alle Passwörter automatisch aus. Auf dem Redmi 9, weil das Galaxy 21 habe ich ja nicht mehr, das liegt ja bei dir. Genau dasselbe Problem wie bei LastPass. Dieses Teil zum Ausfüllen, wenn es soweit ist, der aktiviert immer, ich kriege das nicht gebacken. Das ist bei Android einfach viel schlechter gelöst als bei Apple. Deshalb, man kann es nie so pauschalisieren. Ich bin in beiden Welten zu Hause. Ich find Android toll. Ich freue mich auf das neue Android. Freue ich mich riesig. Allein schon designtechnisch freue ich mich riesig.
freue mich bei Android immer über die Widgets, die da hervorragend funktionieren. Die gibt es bei Apple auch ganz toll, aber nicht annähernd so gut gelöst wie bei Android. Ja, in beiden Welten zu Hause und ich werde den Teufel tun, für irgendjemanden Partei zu ergreifen. Na, das ist, guck mal, das ist ja wieder so ein weiterer Punkt, der noch dazukommt. Widgets. Warum hat Apple Widgets? Apple hat 10 Jahre keine Widgets gebraucht. Die haben jetzt Widgets genommen, weil die Kundschaft das einfach gewohnt ist. Der Grund, warum Apple die Leute auf ihrem System halten muss, ist, weil nur so verdienen sie Geld. Samsung muss die Leute, das ist ja das Problem ein Stück weit auch bei Samsung, Samsung muss die Leute ja nicht auf ihren Geräten halten. Ob du jetzt ein S21 nutzt oder ein iPhone, das ist halt für Samsung nicht schön, wenn du ein anderes Gerät nutzt, aber es geht ja nicht an die Existenz des Unternehmens. Samsung, die bauen auch Schiffe oder verkaufen Lebensversicherungen oder Kühlschränke. Das heißt, die Mobilfunksparte Smartphones ist ein Teilbereich des Konzerns. Bei Apple sieht das anders aus. Wenn plötzlich 50% der Apple-User weggehen, dann bricht den 50% des kompletten Umsatzes weg. Wenn 50% der Smartphone-User bei Samsung weggehen, ja, dann haben die vielleicht 5% weniger Umsatz im Jahr. Das heißt, Apple muss dafür sorgen, dass die Leute wirklich bei ihnen bleiben. Und das ist ja mit diesen Apple Garden sehr schön beschrieben. Und ich habe letztes Mal gesagt, da wurde ich ein bisschen für angegangen, dass ich das Gefühl habe, ich bin aus Nordkorea geflohen. Natürlich weiß ich, dass ich nicht aus Nordkorea geflohen bin, denn ich habe nie in Nordkorea gewohnt. Aber es fühlt sich einfach total befreit an. Und eine Sache, die ich ein Jahr lang vernachlässigt habe, die kommt jetzt wieder auf den Plan. Man wühlt sich durch die Welt der anderen Smartphones und Hersteller, liest Testberichte, guckt Videos und ist plötzlich wieder voll mittendrin und wundert sich tatsächlich, was bei den anderen Herstellern auch alles geht. Also ich brauche halt ein neues Smartphone. Wird es das Pixel 5? Wird es vielleicht das Pixel 4? Wird es ein OnePlus? Das 8T finde ich sehr schön. Ja, OnePlus baut immer noch schöne Geräte nach wie vor. Die bauen vor allen Dingen sehr gute Geräte. Ja, und da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, gerade was OnePlus 9 angeht. Da kommen wir ja später auch nochmal dazu. Aber wie gesagt, ich tue mir bei Empfehlungen mittlerweile super schwer. Du als Kamerafreak würde ich sofort das Pixel 5 sagen. Sofort aus Pistole geschossen. Jetzt, pass auf, genau. Absolut richtig. Warum nicht das Pixel 4? Weil Pixel 5 einfach mehr als Pixel 4 ist. Nein, einfach wegen dem neueren Gerät und einfach. Ja, genau. Aber guck mal, das ist ja wieder so ein Punkt. Das ist ein neueres Gerät. Das Pixel 4 hat allerdings diese Fähigkeit, dass du am Rahmen drückst und dann geht der Assistent an. Hat das schon mal. Ja. Das 4er hat diese, auch wenn es nicht funktioniert, trotzdem will man es immer ausprobieren, diese Radartechnologie verbaut. Hat das 5er nicht. Wenn man es braucht. Nein, aber es ist. Wer braucht einen Passwortmanager? Ich. Und das Pixel 4 ist 150 Euro günstiger. Ja, Geld, was? Geld. Ja, da kommt der iPhone. Ja, genau, da kommt der Dekadente, der. So, oder? Ja, von wegen, der hier ein iMac hinter sich stehen hat als Deko, ja. Ja, aber der ist hübsch. Ja, genau, als Deko. Ich sag ja auch gar nichts. Also Apple baut ja hübsche Geräte. Ist völlig uneingeschränkt. Aber ich habe tatsächlich überlegt, was kann die Apple Watch eigentlich, was andere Smartwatches nicht können? Nix. Ja, das haben wir auch schon in einem Podcast, ist ganz so lange her, haben wir ja über die Vorzüge von Apple Watch oder von Wear OS Uhren miteinander verglichen und haben gesagt, sie sind beide gut. Ja, beide Systeme sind gut. Jeder hat seine klitzekleinen Vorteile und seine klitzekleinen Nachteile, die sich aber Endeffekt wieder aufwiegen. Ich glaube, bei der Apple Watch, übrigens auch darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, iPhones, wie viele iPhones gibt es mittlerweile? Du kannst für 300 Euro in der Apple, wie viele Apple Watches gibt es mittlerweile? Gibt's. Auch da fängst du ja bei einem Preis an, in einem Preisgefüge bei der Apple Watch. Es gibt die Serie 6, es gibt die SE, es gibt die Serie 3, es gibt die Nike, es gibt die Hermes oder Hermes. Hermes, hoffentlich kommt meine Uhr, meine neue, nicht mit Hermes. Aber bei der Apple Watch SE fängst du ja auch in einem Preisgefüge an, wo du irgendwie die Uhr, die ich mir jetzt gekauft habe, ist teurer als die Apple Watch. Ja, das ist auch was. Viele vergessen, Apple Watch so teuer. Nein, man muss nicht teuer Apple Watch billig, kaufen. Ist der Billigheimer. So, und ich glaube, die Apple Watch ist für Leute gut, die auf die Uhr gucken wollen. Wozu brauchst du eine Uhr, um drauf zu gucken? Das macht die super. Das macht die wirklich super. Oh, wir reden uns. Da können wir jetzt diskutieren, weil ich möchte zum Beispiel von der Apple Watch so schnell weg. Ich habe ja gerade wieder eine Uhr getestet.
Also wirklich billig Heimat, die möchte ich jetzt nicht mit der Apple Watch vergleichen. Eine 50-Euro-Uhr. Ja, ein bisschen niedriger noch, aber ich habe ja auch noch die Mi Watch hier liegen. Nee, ich habe ja noch die, Peter, ich hab noch die 140-Euro Mi Watch hier liegen. Es gibt bei uns hier die, im Nachbarlandkreis gibt's diesen Supermarkt, Norma. Ich glaube, das ist so ein alter DDR-Supermarkt. Da kannst du gerade ein Auto kaufen für 4.900 Euro. Fährt, 45 Stundenkilometer schnell. Würde ich doch auch nie mit dem Alfa Romeo Giulia vergleichen. Nein, aber es geht einfach so Dinge, weil das ist zum Beispiel eine Uhr, mit der kannst du nur die Uhrzeit anzeigen, aber zu mehr taugt die auch nicht. Kommen wir gleich mal dazu, wenn wir irgendwann mal ins Tesla-Bock kommen. Ja? Aber wenn du eine gescheite Uhr kaufen willst, dann musst du heute Geld hinlegen. Und da ist die Apple Watch nicht viel teurer als eine andere, jetzt Huawei, Samsung, um jetzt die großen zu nennen. Die ist billiger als die ich mir gekauft habe. Ja, ich sag ja, da musst du, eine Apple Watch ist nicht automatisch teuer. Klar kannst du da 2000 Euro von einer MS ausgeben, ja. Musst du aber nicht. Ne? Das stimmt, sondern du bist mit unter 300 Euro dabei. Richtig. Was total spannend ist, Apple Pixel 4, Pixel 5, vielleicht das Pixel 6. Oh, da sind wir noch ganz weit weg. Glaube ich nicht. Und wenn das Pixel 6 kommt, dann stelle ich so, oh, vielleicht doch das Pixel 7, ich warte mal ab. Und da wartest du ewig. Naja, guck mal, Google hat ja tatsächlich in den letzten drei Jahre ist das mittlerweile, dass die dieselbe Hardware für ihre Kameras in den Smartphones nutzen. Weil die einfach gesagt haben, das hat sich hardware-technisch nicht sonderlich viel weiterentwickelt. Ich muss dazu sagen, da kommen wir gleich auch noch mal im Testlabor dazu. Ich nutze ja jetzt seit knapp einer Woche ist das, das S21 5G, also nicht das Ultra, sondern das ganz normale S21 mit dem Exynos-Prozessor. Die Kamera in diesem Gerät ist besser als die im Pixel 4a. Also auch besser als im Pixel 5. Das Pixel 5 hat, glaube ich, nur einen Weitwinkel noch dazu. Aber das ist ja dieselbe Kamera, über 3 Jahre drin. Und Google hat ja gesagt, die Hardware hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Das können wir alles mit der Software machen. Ich glaube mittlerweile jetzt 2021, vielleicht auch schon 2020, sind die in einem Bereich angekommen, wo die anderen Kameras mindestens ebenbürtig sind. Mindestens ebenbürtig, wahrscheinlich sogar drüber hinaus. Ja, da kommen wir später auch nochmal dazu, auf ein neues Thema, was das bei Kameras demnächst was richtig tun wird. Ja. Weil bei Sachen Prozessor, denke ich mir, haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo die Leute es auch nicht mehr interessiert. Also jetzt dieser neue Snapdragon 888, der ist potent, der hat Power, ja klar, aber wer braucht es? Also um jetzt hier mal Twitter zu öffnen oder bei Facebook zu lesen oder mal Solitär zu spielen, brauche ich nicht so eine Power. Zumal der auch ein paar Probleme hat, so ein paar Kinderkrankheiten. Da kommen wir nachher noch zu. Und das ist so ein Problem. Ich glaube jetzt das weitere nächste große Ding wird die Kamera sein, weil steht uns demnächst eine riesen Neuerung ins Haus. Und ich glaube, die könnte den Markt ziemlich umkrempeln oder nochmal umkrempeln. Aber dazu gleich später. Ich würde sagen, kommen wir mal langsam zum Testlabor, oder? Bevor wir uns hier festquatschen. Oder wieder einstecken müssen, weil wir hier wieder Apple-Bashing betreiben. Nein, ich habe die ja ein Jahr genutzt. Ich finde die ja super und du nutzt die auch weiterhin. Ja. Und aber ich mag halt Technik und deshalb habe ich einen Technik-Podcast und deshalb rede ich über Technik und deshalb liebe ich Technik. Und deshalb, wie gesagt, jeder soll Apple nutzen. Die bauen großartige Geräte für Leute, die sich nicht für Technik interessieren. Kommen wir mal zur Hailu LS02. Peter, wir brauchen unbedingt mal einen Jingle fürs Testlabor. Ja, stimmt. Apropos Jingle, das Gewinnspiel läuft noch bis heute Abend. Ihr kennt das, wir wollten eigentlich zum Schluss drüber reden, aber im Jingle, finde ich, passt das gerade ganz gut. Ja, genau. Das Gewinnspiel läuft noch bis heute Abend. Also Sonntagabend, 18 Uhr. Sonntagabend, ne, 18 Uhr. Das heißt, wir sind ein bisschen tatsächlich überwältigt von dem Ansturm. Damit hätte ich nicht gerechnet. Die Frage bleibt bestehen. Lest es euch durch. Die Anzahl der richtigen Antworten ist übrigens es ist schon nicht so hoch wie gedacht. Genau, also wir haben wirklich viele Teilnahmen, aber bisher gibt es nur 10 richtige Einsendungen von allen, weil der überwiegende, maximal Großteil ist falsch. Auch wieder mal ein Gruß nach Lübeck und nach Kiel. Mittlerweile sind sie wohl umgezogen oder haben noch eine zweite Familie gegründet. Diese Herrschaften aus Lübeck bzw. Kiel haben mittlerweile die Marke von 50 Einsendungen geknackt. Also ist wirklich genial. Muss ein interessantes Haus sein. Ist ein Hochhaus. Leute, ich habe mal bei Google Maps geschaut, weil sie schicken ja schon interessanterweise gleich die Adresse dazu für den Fall, dass sie gewonnen haben. Das ist ein ganz normales, ein Zweifamilienhaus. Also ich habe gedacht, da steht ein Hochhaus irgendwo da rum, aber ist es nicht. Und da hat wirklich wahrscheinlich der Hamster und die Staubflocke und der Bett hat auch noch eine E-Mail-Adresse bekommen.
Liebe Lübecker, es ist ja toll, dass ihr uns hört und dass ihr mitmachen wollt, aber eine Einsendung pro Person reicht. Du brauchst nicht 4, 5, 6 Mal von einer Person. Auch alle an derselben Adresse. Dann wird die richtige Einsendung da auch fein. Und dann muss auch die Einsendung, dann muss auch noch die Antwort richtig sein, die sind nämlich alle falsch. Also ist schon wirklich interessant. Also diese, ich nenne es mal Familie, hat es wirklich jetzt geschafft, 50 Einsendungen zu schicken, die allesamt falsch sind. Langsam nervt's, aber einer geht mit in den Topf rein, wenn er richtig ist. Ja, alle anderen werden aussortiert, weil das ist einfach schlicht, ich nenne es einfach mal Betrug. Ja, es steht ganz klar drin. Es darf, wer da mit teilnehmen darf, und dann sind halt auch so Geschichten, dass man dann halt über verschiedene E-Mail-Adressen immer dieselben Namen dann auftauchen. Das ist für mich Betrug, und nein, das mache ich nicht. Also, wenn die Antwort richtig ist, dann wandert ein Los davon in den Topf rein. Ansonsten haben wir jetzt 10 richtige Einsendungen, und hört genau hin auf die Fragestellung. Ja, ihr habt noch, wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört, bis Sonntagabend 18 Uhr Zeit. Über welchen Hersteller haben wir in nahezu jedem Podcast von unseren 112 Podcasts gesprochen und auch in einem der letzten Podcasts im Scherz gesagt, dieser Hersteller verdient eine eigene Rubrik und einen eigenen Jingle. Hört euch die anderen Podcast-Folgen an, dann kriegt ihr es ganz schnell mit. Diese Antwort per E-Mail an die Adresse, die unten eingeblendet ist, in den Shownotes, und dann seid ihr mit im Topf drin. Für ein Earfun Free Pro True Wireless Headset, original verpackt natürlich. Dann kommen wir mal zur Hailu LS02. Genau, eine Smartwatch. Habe ich letzte Woche angefangen zu testen. Kostet im Moment bei Amazon aktuell 37,99 Euro. Ich habe durch einen Preisfehler für 21 Euro ergattert. Lange Rede, kurzer Sinn. Lest euch den Testbericht durch. Ihr wisst, ich habe die Uhr nach nicht mal einer Woche abgelegt. Gründe gibt es jede Menge, weil, wie sagt man heute so schön, das ist eine Smartwatch, wenn du bei Wish bestellst. Ne, sagt man heute so umgangssprachlich. Schrott. Punkt. Das ist witzig. Also das finde ich total lustig. Ich habe ja letztes Mal gesagt, irgendwie brauchst du ihn gar nicht schreiben. Nimm doch einfach meinen. Es sind schon ein paar kleine Unterschiede. Pass auf. Ich trage meine jetzt ja, seitdem ich die Apple Watch abgelegt habe, also seit anderthalb Wochen täglich. Und hätte jetzt auch kein Problem damit, die weiterzutragen. Die ist völlig okay und völlig so, wie ich das auch im Testbericht geschrieben habe. Jetzt sehe ich aber gerade, dass die Unterseite deiner Uhr, also der Hailu, deutlich anders aussieht als die Unterseite der Uhr, die ich habe. Das sind also verschiedene Pulswerte. Ich hatte das ja damals mit der Apple Watch verglichen und hatte gesagt, ich bin erstaunt, dass die Pulswerte, auch die Schritte ungefähr hinkommen. Also beim Puls war es ein Schlag Unterschied. Aber die sehen ja komplett unterschiedlich von unten. Ja, sie fallen zwar in China von einem Band runter, aber es sind verschiedene Modelle. Und das ist wirklich, die Uhr taugt gar nichts. Also wirklich null. Dummerweise kann ich auch nicht zurückschicken, weil jetzt sind die 14 Tage rum. Vom Rückgaberecht habe ich sie ganz knapp verpasst. Aber egal, vielleicht geht es mal wieder in den Flohmarkt. Ja, das Ding kann man ja nicht mal verlosen, weil das willst du ja nicht. Nee, das willst du keinem antun. Das wäre ja schon eine Frechheit. Nach Lübeck! Okay. Hailu, das war dann wohl nichts? Nein. Obwohl, wir haben ja schon mehrere Uhr von der Testes. Sie können es ja. Sie bauen ja auch gute Geräte. Aber jetzt mal ernsthaft, Peter, wer irgendwie 21 oder 31 Euro für eine Smartwatch ausgibt, echt, in meiner Cocktailbar kostet ein Cocktail mehr. Ja, deshalb habe ich im Testbericht im Fazit Alternativen aufgeführt, die man sich kaufen kann, wenn man was Gescheites haben will. Genau. Aber die Amazfit Bip U kostet doch das Doppelte, oder? Nö, die kostet im Moment 49 Euro. Ja, das ist doppelt von 21. Ja, aber das war jetzt ein Preisfehler. Regulär kostet 39 Euro die Hailu LS02 und dann legt ein 10er drauf, kauft die BPU bis zu um 300% besser. Da hast du dann, guck mal, das hörst du ja auch nicht so oft, da hast du recht. Genau, ja, danke. Dann gehen wir mal zum Tronsmart. Genau, ich habe ja die letzten Monate sehr, sehr viele In-Ear-Headsets getestet. So viele, dass ich mittlerweile Probleme mit den Ohren bekommen habe, kein Witz. Ich war jetzt mehrmals beim Ohrenarzt, weil sich meine Ohren entzündet haben. Jetzt bin ich mal wieder auf Over-Ear umgestiegen so ein bisschen und habe mir die Tronsmart Apollo Q10 mir mal besorgt. Ein ANC-Headset für 65 Euro. Und ich bin doch sehr angetan. Also
ich habe immer so unter 100 Euro ein Headset mit ANC und gerade so Tronsmart oder wie sie alle heißen, ist ja bei Amazon ein ganz großes Ding, diese Hersteller. Ne? Die ja, also, aber die haben wir auch schon getestet. Ja, natürlich. Erinnere dich dran. Und du warst von den Tronsmart relativ begeistert. Richtig. Weil ich weiß das nicht mehr, aber das war, wir reden jetzt von über einem Jahr. Genau. Ne? Da war das zum Preis Leistung völlig okay. Und dieses Headset, auch wenn das Marketing da sehr markige Sprüche rauslässt, muss ich sagen, so in den ersten Hybrid Tagen. Hybrid Active Noise Cancelling. Was? Hybrid Active Noise Cancelling. Ja, ja, genau. Also, aber ich muss wirklich sagen, holla, da könnte was kommen. Also ich bin sehr, sehr amused darüber. Gefällt mir gut. Ich habe es schon auf der Wache gehabt. Klar, die werde ich jetzt nicht beim Sport tragen, weil es mir einfach zu blöd ist, mein Over-Ear beim Sport. Aber so im Alltagsbetrieb, gerade so was Ambient Mode angeht, weil ich muss ja mitkriegen, wenn es auf der Wache alarmiert, dann kann ich nicht auf Full Noise Cancelling gehen. Dieser Ambient Mode ist mir mittlerweile sehr, sehr wichtig. Und da hatte ich ja zum Beispiel mit dem Huawei Headset habe ich da sehr gute Erfahrungen gemacht, was diesen Ambient Mode angeht. Das heißt, dieser Mixed Mode zwischen Musik und Umgebungsgeräusche. Auch das Noise Cancelling von den Tronsmart Apollo Q10 gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Klanglich, klar, wir spielen nicht im High-End-Segment rum. Aber das, wo wir da mitspielen, in dem Preissegment 50 bis 100 Euro, wow. Testbericht folgt demnächst. Erster Eindruck, gefällt mir gut. 95 Euro, sag ich schon. 65 Euro. Euro. Das ist ein Zehntel von dem, was die AirPods genau. Max kosten. Genau. Und dafür müssten die dann ja auch nur ein Zehntel der Leistung bringen. Glaube ich nicht. Ich habe die AirPods zwar immer nicht getestet, leider Gottes. Und aber für das, was die jetzt, man muss die Kirche im Dorf lassen. Also ich kann mich jetzt nicht herstellen und sagen, für 65 Euro erwarte ich High-End-Klang. Dafür ist es nicht gedacht. Aber für das, was es kostet. Das ist ein Teil, was du halt zum Reisen mitnimmst. Genau. Und wenn du es in der Bahn liegen lässt, dann sind halt 65 Euro weg. Und wenn du es dann irgendwie schon 3 Monate genutzt hast, sind irgendwie dann 30 Euro im Endeffekt weg wegen Abnutzungsgebühr. Aber am Ende des Tages sind das dann 65 Euro. Und das sind eben keine 200 Euro oder 600 Euro oder 800 Euro, sondern das sind dann halt, das muss man halt auch immer bedenken. Ganz genau. Dafür ist das gedacht. Das ist nicht dafür gedacht, um abends mit einem 700 Euro Rotwein und einer 2000 Euro Zigarre auf der Couch zu sitzen und sich irgendwie die Jahreszeiten in live vor, ne? Sondern das ist dafür gedacht, um halt zwischendurch schnell zu greifen und wenn ein Kratzer drin ist, ein Kratzer drin. Genau, also dafür ist es richtig gut. Testbericht folgt, ich freue mich drauf. Erster Eindruck, gefällt mir. Super, mein letzter Eindruck, der ist nämlich schon durch beim Auvisio. Der Testbericht wird gerade geschrieben. Wir reden ja vom IAS 720.ANC. Das ANC könnt ihr mal ganz schnell vergessen. Das ist bei 50 Euro in ihres Marketing. Ja. Ja, es ist wie üblich. Es hat ja eine gewisse Reduktion, hat es ja schon, aber allein schon, weil es ein In-Ear ist. Also wenn du die Watte in den Ohr stoppst, hast du auch schon ANC. Nee, das, und zwar Fahrradfahren. Du hast, wenn du das ANC ausschaltest, hast du halt diese wirklich massiven Windgeräusche, als wenn du ein Fenster im Auto runtermachst auf dem Spalt. Sobald du das ANC einschaltest, sind die Geräusche weg. Es ist aber bisher nur beim Fahrradfahren. Das ist nicht am Geschirrspüler, es ist nicht beim Staubsauger, es ist auch nicht an der Straße zu merken, aber diese Geräusche, also zum Fahrradfahren perfekt, wenn man dann mit dem Fahrrad, wenn man Kopfhörer auf dem Fahrrad hören dürfte, habe ich natürlich nicht ausprobiert, aber könnte ich mir mal vorstellen, so auf dem Privatgelände und so weiter. Ansonsten sind die toll, die haben 500 Watt Case dabei irgendwie, die werden anständig aufgeladen, haben kleine LEDs verbaut, das heißt, du siehst über Zustände kannst du an den Headsets, die Bedienung ist sehr einfach und der Klang, ich habe das beim letzten Mal schon gesagt und da bleibe ich sehr bei, für Rockmusik, Funk, Soul, handgemachte Musik ist das Headset perfekt, auch für Hip-Hop, gut produzierten Hip-Hop. Der Bass ist schön, aber nicht synthetisch. Du kennst doch diese synthetischen Bässe, wo du das Gefühl hast, der ist nicht da, der wird gerade gefaked. Der ist angenehm, der kommt von unten, der drückt, der Klang ist toll. Problematisch wird es bei Schlager und bei schlecht produzierter Musik mit sehr vielen Höhen drin, also auch viel Elektrokram. Da gibt es dann andere, die ich nutzen würde, aber für alle, die so handgemachte Musik hören, irgendwie ein tolles Headset für 50 Euro, sieht gut aus, Akkulaufzeit, alles im Rahmen, toll. Super. Sehr schön, sehr schön. Was noch super ist, ich nutze es jetzt seit einer Woche, wir haben da kurz drüber gesprochen, das Galaxy S21, vielen Dank an notebooksbilliger.de,
die uns das Gerät zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Ich weiß gar nicht, warum Samsung da so viel Angst vor hat, uns das Ding zu senden. Ich habe keine Ahnung. Kann man jetzt... Wir schreiben doch nur guten Kram drüber. Wie gesagt, die Kamera, ich habe einige Vergleichsfotos. Ich war vorgestern, da hatte ich frei, da war ich an der Ostsee. Und da habe ich, war abgefahren übrigens. Eine Woche vorher lag noch ein Meter Schnee und eine Woche später stehe ich bei 20 Grad an der Ostsee. Normal ist das alles nicht. Da habe ich sehr interessante Aufnahmen, Gegenlichtaufnahmen gemacht. Ich hatte das Pixel mit dabei, mein Hauptgerät, und das Samsung. Und gerade Gegenlichtaufnahmen, das ist erstaunlich, wie das Samsung mit Schatten umgeht. Also, ich werde die Bilder online stellen. Ich bin sehr begeistert von dem Gerät. Das Display ist fantastisch, also wirklich fantastisch. Das hat so gut wie keine Bezels mehr, also keinen Rahmen. Es ist ein sehr großes Gerät. Die Kamera, also auch die Kamera selber sieht einfach mega gut aus. Also hinten der Bump. Die Kameraleistung ist toll. Aber du weißt halt immer im Hintergrund, ja, ist der Exynos-Prozessor drin. Also sie könnten noch viel tollerer sein, wenn die einen Snapdragon verbaut hätten. Das wird dem normalen Kunden völlig egal sein, weil da wird die Kameraleistung mehr als ausreichend sein, weil die ist wirklich sehr gut. Aber so als Tech-Liebhaber stehst du da und denkst, es könnte noch besser sein. Wo wir beim Exynos sind, 15 Minuten nicht aufwendige Spiele spielen. Also wirklich ein Spiel, wo du einfach nur einmal draufdrückst und dann fliegt ein Auto durch die Luft. Nach 15 Minuten ist das Gerät so warm, da macht das Anfassen schon keinen Spaß mehr. Ja, das stimmt. Das hatte ich auch bei mir gemerkt, wie ich dann zu Beginn, gleich am Anfang, diverse Benchmarks laufen hatte. Und da merkst du schon dieses Throttling, wo dann die Leistung reduziert wird. Also irgendwas passiert im Gerät, wenn du einen Benchmark 2-3 Mal durchlaufen lässt nacheinander, wo dann die Leistung um wirklich 20-25% einbricht. Und anders kann es sich bezeichnen. Und das ist die Frage aller Fragen, warum Samsung immer auf diesen Exynos-Prozessoren setzt. Ja klar, es ist eine eigene Entwicklung, eine Produktion, du bist autark, ja, alles richtig. Aber man kann auch ins Regal daneben greifen, da liegen die Snapdragon-Prozessoren drin, die verbauen sie ja auf den anderen Märkten. Dann wäre das Gerät einfach richtig gut und man hat es ja bei der S20 FE Edition gesehen, ja, dass es geht. Das wird ja auch dankbar angenommen von den Leuten. Und ich kenne immer mehr Leute, die jetzt langsam, wenn sie sagen, ich will mir ein Galaxy kaufen, dann ganz bewusst auch das FE in Angriff nehmen, weil sie sagen, da kriege ich den Snapdragon-Prozessor. Und das sind jetzt keine Techies. Das sind in Anführungsstrichen normale Menschen, die dann, die dann fragen. Dann erklärst du das, was damit auf sich hat, weil die gucken das irgendwie oder hören das. Dann erkläre ich, ja, Exynos-Prozessor, Eigenentwicklung, etwas Probleme, Snapdragon, vielleicht ein Ticken teurer, kriegst du halt leider nicht so in Deutschland, aber dafür Performance satt und in dem FE hast du das alles mit drin und dann sagen die, oh, dann nimmst du das FE. Ne? Also, sie könnten, ja, wenn sie wollten. Ja, man darf nicht vergessen, beim S20 FE sind wir preislich natürlich noch spannender dabei, aber du kannst in die S21-Welt bei 849 Euro einsteigen. Auch übrigens etwas, was bei Apple erstaunlich ist, bei den iPhones, während die Galaxy-Geräte oder ja alle Hersteller praktisch von Jahr zu Jahr immer ein bisschen Geld draufpacken auf ihre Geräte, ne? Werden ja von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen teurer. Übrigens 2021, also der Sprung von 19 auf 20, 2021 war besonders hoch, weil da ja plötzlich die 5G-Module noch mit verbaut wurden. Sind die Apple-Einstiegspreise immer günstiger geworden? Das iPhone 12 kostet deutlich weniger, ich glaube 200 Euro weniger im Einstieg, als das damals iPhone 10, als es rauskam. Die sind von Jahr zu Jahr 100 Euro günstiger geworden, während die anderen immer teurer werden. Auch spannend. Also, ne, man versucht jetzt wirklich dort alle Käuferschichten abzugreifen. Nichtsdestotrotz 849, das ist Flaggschiffpreis. Ganz eindeutig. Aber das liefert das auch. Also das Gerät sieht stark aus, Display ist schön, tolles Gerät. Also wirklich, das haben sie wirklich gut gemacht. Ich weiß gar nicht, was Samsung hat. Leute, wir verreißen eure Geräte dort nicht. Aber wenn der Prozessor blöd ist, dann sagen wir das halt. Genau, das ist halt Mobitest. Übrigens, noch eine Kleinigkeit. Mir kommen jetzt gerade so Kleinigkeiten. Du bezahlst doch mit Apple Pay, oder? Ja. Wie machst du das eigentlich am Supermarkt gerade, an der Kasse? Ganz normal mit der Apple Watch. Wieso? Okay, du nutzt die Apple Watch. Ja, ja, dafür. Das traue ich mich hier auf dem Dorf nicht. Ich habe halt ständig versucht, meinen PIN-Code in das Handy einzuhacken, weil
mit Zahlen mit Maske ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Ja, das stimmt schon. Das ist mein Pixel 4 hat übrigens einen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite. Und ich möchte es wirklich nicht mehr missen. Ich frage mich wirklich, warum machen das die anderen nicht? Ich finde den im Display übrigens immer noch nicht so praktikabel. Ich finde den auf der Rückseite, das ist wirklich der perfekte Platz für einen Fingerabdrucksensor. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass es Gerüchte gibt um ein neues Kameraobjektiv bei Smartphones. Und damit kommen wir zu den News. Kurz und knapp. Genau. Kurze, knappe News. Haben wir einige dabei. 1 Zoll großes Sensor, also ein 1 Zoll großer Sensor für Smartphones. Ist ja bei Kameras nicht ungewöhnlich. Mittlerweile Standard in der Kompaktkameraklasse und kommt jetzt in die Smartphones. Und das dürfte ja für dich, Markus, eine absolute super Nachricht gewesen sein. Für mich, ich muss mich erstmal einlesen. Was ist das? Was ist damit gemeint? Jetzt bin ich im Bilde und wow, muss ich echt sagen. Also da kann man wirklich was reisen damit, was die Bildqualitäten angeht, weil je größer der Sensor, das habe ich gelernt, umso besser, umso mehr Licht kannst du einfangen, umso besser die Bildqualität. Es geht tatsächlich nicht um die Megapixel. Zu viele Megapixel sind sogar eher schädlich für die Qualität eines Bildes. Die sind gut, wenn du zoomen möchtest und so weiter. Die Qualität eines Bildes, dort ist es wichtig, dass der einzelne Pixel genügend Platz hat und groß genug ist. Also wenn ich die Pixel größer mache, Google Pixel, bekomme ich dort ein besseres Bild, weil einfach mehr Licht eingefangen werden kann auf diesen einen Pixel. Das heißt, ich brauche große Sensoren, zum Beispiel ein Full-Frame-Sensor, der hat 36x24 mm und in bisherigen Smartphones sind wir so bei, 3-4 mm mal 3-4 mm. Also viel, viel kleiner. Viel, viel kleiner. Und wer ist da wieder federführend? Wer hat es erfunden? Das ist Sony. Sony. Angeblich sollen die im Frühjahr den IMX 800 präsentieren, den ersten 1 Zoll großen Kamerasensor für Smartphones. Bisher sind ein Drittel Zoll und kleinere Formate üblich. Das wäre, ja, dann gibt es tatsächlich nur die Frage, kaufst du ein Smartphone oder kaufst du eine 8000 Euro DSLR-Kamera? Dazwischen gibt das dann nichts mehr. Man darf nicht vergessen, wir haben das vorhin schon gesagt, Google nutzt seit 3 Jahren, ich glaube seit dem Pixel 2, nutzen die faktisch dieselbe Hardware für ihre Kameras. Und Google war bisher immer dafür bekannt, die besten Kamera oder mit die besten Bilder zu liefern, weil sie alles über die Software geregelt haben. Mittlerweile ist das iPhone 12 Pro Max oder das Huawei Mate 40 oder das Samsung S21 Ultra mit dieser Teleskopkamera, die quer eingebaut oder liegend eingebaut oder Periskopkamera, sind vorbeigezogen. Es wird jetzt also Zeit, dass Google im neuen Pixel 6 auf eine neue Kamera setzt und da soll es angeblich das erste Gerät mit dem 1 Zoll großen Sony Sensor werden und da können wir uns dann auch Fotos gefasst machen. Wie gesagt, da brauchst du dir keine 600-700 Euro Kompaktkamera mehr zu kaufen, sondern da kauft ein Smartphone, da hast du für denselben Preis alles drin. Ich hoffe, dass sie den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite belassen. Ich finde das Design der Pixel-Serie einfach auch sehr schön. Mir gefällt dieser Kunststoff-Body ja sehr. Weißt du, wie viel Schutzhüllen ich für das iPhone irgendwie im Laufe der Zeit gekauft habe? Das Pixel besteht aus Plastik. So, wenn es runterfällt, fällt es runter. So, ja und? Also, Wiederverkaufswert beim 350-Euro-Gerät ist eh nicht gegeben. Also lass da doch Kratzer reinkommen. So, es wird einfach gebraucht. Ich habe da nicht mal eine Display-Schutzfolie drauf. Nichts. Makellos. Und beim iPhone, da bist du da wirklich, um Gottes Willen, es ist mir runtergefallen und schlimm. Oder kaufst du fürs iPhone ein Philono-Case, wie ich es habe. Ich habe es ja jetzt seit einem halben oder dreiviertel Jahr drauf. Mir ist das Telefon jetzt schon ein paar Mal runtergefallen. Und das Geile ist an diesem Echt-Carbon-Case, ich verlinke mal den Link zum Artikel, das Carbon-Case sieht aus wie neu, da kriegst du keine Kratzer rein. Wir haben auf unserer Drehleiter so eine Beblechung aus Riffelblech, ganz scharfkantig, damit er halt nicht ausrutscht. Und das habe ich vor kurzem einem gezeigt, wie toll dieses Kevlar-Case ist, habe mal über dieses Riffelblech drüber gerieben mit dem Case. Das sah fürchterlich aus, mit dem Finger sauber gemacht. Siehst du nichts mehr. Also wenn ihr Case kaufen wollt, dann investiert mal Geld in so ein Philono-Case. Das sieht
super geil aus, weil echt Carbon, es sitzt wie ein perfekter Anzug. Wenn man den Look von Carbon mag. Wenn man den Carbon-Look mag, das natürlich. Wenn man bei Carbon immer an tiefer gelegte Opels mit Heckscheibenaufkleber denken muss, dann kauft euch lieber kein Carbon. Nee, nein, aber es ist wirklich mal kein Spaß. Ich verlinke aber euch mal. Guck mal, Peter, da sitzen die braven Apple-Designer. Das haben die ja wirklich drauf, Design. Die sitzen da jahrelang und werden wahrscheinlich bei Brot und Wasser und Peitsche dazu getrieben, das schönste, neueste Design zu entwerfen. Und was machen wir iPhone-Leute? Packen das sofort in irgendein Case. Ja, aber halt ein am besten noch in diese 5,99 € Plastik-Cases aus China. Genau. Nee, das Filono-Case ist schon was Edles. Ist halt auch ein bisschen teurer, aber es lohnt sich absolut. Aber egal, zurück zum Thema 1 Zoll großes Objektiv. Übrigens, wieder mal Sony, haben wir ja schon gesagt. Und auch wenn Sony smartphone-technisch ziemlich am Abgrund steht, ist ja wirklich so unter ferner Liefen nur noch, leider Gottes. Aber ich sage jetzt einfach mal, 90% der Smartphones da draußen laufen mit Sony-Sensoren. Ne, also die sind echt, in jedem Smartphone stecken die drinne und da kommen jetzt halt diese ganz neue Serie und ich glaube, das wird diesen Markt nochmal komplett umwerfen, wenn diese Sensoren plötzlich größer werden. Da werden wir dann Bildqualitäten erreichen können, für die wir heute schon sagen, boah, was da möglich ist, wie toll Fotos aussehen. Ich glaube, da können wir nochmal eine Stufe höher gehen. Also ja, dann geht's einfach darum, dass du den Leuten wirklich, also dann gibt's keine Ausreden mehr für schlechte Bilder. Genau. Außer halt. Dann löscht alle eure Instagram-Kanäle, weil dann könnt ihr nicht mehr sagen, ja, es liegt halt am Smartphone. Ja, bei Instagram brauchst du aber keinen Kanal, da hast du Filter. Da kannst du das Foto noch so toll machen, wenn du es mit dem Filter drauf hämmerst, sieht jedes Foto toll aus. Und Grüße gehen raus an Dieter Bohlen. So, kommen wir mal weiter. Das Mate X2 oder 10-2, X2? Huawei Mate X2. Das Falltelefon von Huawei. Haben wir damals schon sehr sexy gefunden. Jetzt ist der Nachfolger vorgestellt worden. Wieder ein mega tolles Telefon. Allerdings, man beachte, es hat sich ein bisschen geändert. Und zwar ist das Display jetzt innen, nicht wie vorher außen. Man hat es umgedreht, weil man halt auch gemerkt hat, Display außen bei den kratzempfindlichen, nicht so gute Idee. Jetzt ist es wie bei Samsung auch, bei dem Fold ist es innen. Ich finde, das Huawei ist halt irgendwie das Galaxy Fold in sexy. Ist aber im Moment noch nicht raus, wann es bei uns in Deutschland kommen wird. Es ist im Moment nur für den asiatischen Markt vorgestellt worden. Deshalb Preise lassen wir jetzt mal raus. Sie werden so definitiv nicht kommen. Es ist nicht billig, das muss man dazu sagen. Also sie spielen sehr, sehr weit oben mit. Aber es ist ja halt wirklich schön. Ich verlinke mal das Video vom Launch-Event. Kann man sich mal anschauen. Sehr schön gemacht. Und da kann man das mal sehen, was es wirklich so kann. Und ich glaube wirklich, diese Foldables, Apple soll auch an einem Foldable arbeiten, auch Google an einem Foldable. Ich glaube, das wird über einen Zeitraum von Jahrzehnten gerechnet, also Dekaden, wird das die Normalität werden. Und jetzt kommen so die ersten Dinge raus, sieht gut aus. Für mich persönlich ist es nichts, ist einfach zu groß, zu dick, zu klobig, aber sieht schon geil aus. Ja, wobei auf der anderen Seite, wenn ich mir, ich weiß halt nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich finde ja, das, was Oppo da gebaut hat mit diesem Smartphone, was sich entfaltet. Das denke ich mal eher, das wird so in den Alltag. Ja, das ist schon sehr geil. Allerdings soll sich das neue Mate X2 ja wirklich auch sehr dünn schließen lassen und nicht, das Witzige ist, hast du dir den Event angeschaut? Nicht ganz. Das ist witzig, dass sie tatsächlich Bezug nehmen auf andere Marken. Dass sie es also wirklich mit dem Die vergleichen es mit dem iMac Pro. Ja, und sagen, dass halt die Ablesefähigkeit im Sonnenlicht deutlich besser ist als zum Beispiel bei dem iMac Pro. Sie vergleichen es aber auch mit dem Z Fold. Ja, mit so Geschichten, mit diesem Vergleich ist halt mehr so die Frage, wenn du halt mit so einem Mac rumrennst draußen in der freien Natur, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ja. Also ich werde mit dem Smartphone eher draußen rumlaufen als mit irgendeinem MacBook oder mit sonst irgendeinem anderen Laptop. Gibt ja auch noch andere Hersteller. Ja, das ist mir so, die Vergleiche, das hinkt immer so. Na, die Apple-Jungs wissen halt, dass Apple sehr viel Wert drauf legt, dass ihr Display, also das vom iMac Pro, das am besten abzulesende Display der Welt ist. Sagen die einfach so pauschal, ohne dort auch irgendwie einen Beleg zu liefern. Und sich dahin zu stellen, zu sagen, unser ist besser, und zwar nachweislich. Das finde ich dann, das hat schon wieder ziemlich dicke Eier. Ja, aber das ist. Wobei mir sowieso die Frage kommt, das muss man ja sowieso aus westlicher Sicht mal fragen. Woher kommt dieses unglaubliche Selbstbewusstsein von Huawei? Das haben sie schon immer.
Genau, aber zurzeit dürfen sie, die dürfen uns die Geräte ja von morgens bis abends verkaufen. Aber wenn dann irgendwie rauskommt, dass ihr eigenes Betriebssystem im Endeffekt nichts anderes als ein Android-Fork ist, haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, über diese riesen Enttäuschung, dass Harmony OS im Moment. Ich finde es mega spannend. Und die bauen ja immer noch, ich habe mir jetzt einen Testbericht bei MKHDB angeschaut über das Mate 40. Das ist schon ein geiles Telefon, Peter. Huawei baut immer noch tolle Telefone. Ich bin wirklich am Überlegen, brauche ich die Google-Dienste eigentlich? Ich habe es ja mal probiert, es geht ohne, weiß, aber es ist halt eine elende Frickelei, weil du musst alles umstellen. Genau, den Testbericht könnt ihr ja auf Mobitest lesen. Genau, da haben wir es ja wirklich auch probiert. Aber es ist total spannend und lustig. Es ist eine elende Frickelei, aber Huawei hat alles im eigenen Ökosystem. Man muss nicht mit Google-Diensten arbeiten, also es geht auch ohne. Klar, die Google-Mail-Adresse kann man ja weiter benutzen, weil die kann man auch in der Mail-App von Huawei kann man die nutzen. Gibt auch zig andere Apps für Mails, die dann das Google-Konto abfragen können oder Kalender-Apps. Also man muss das nicht. Es ist halt bequem mit den Google-Diensten. Übrigens in dem Video wird gesagt, Harmony OS startet im April. Ja, genau. Also, und da sind schon viele gespannt, was sie damit meinen. Ob die jetzt diesen Android-Klon meinen, den sie jetzt vor kurzem da gezeigt hatten, oder ob die wirklich jetzt was in der Schublade rausziehen und sagen, guck mal, hier ist ein sehr richtiges Harmony OS. Also am Ende des Tages wird es einfach darauf laufen, du kaufst den Huawei und das Erste, was ich mache, ist, ich installiere YouTube und Instagram und wenn die beiden Apps nicht funktionieren oder nicht da sind, geht das Gerät wieder zurück. So einfach ist das. Weil was soll ich ein eigenes Betriebssystem haben wie Harmony OS, wenn ich die Apps, die ich benötige, dort nicht, meine Bank-Apps, das sind deutsche Banken, ich glaube nicht, dass es dort eine Möglichkeit gibt, die auf... Nee, das geht nicht, weil denen fehlt leider die Zertifizierung von der EU. Siehst du? Und da stellt sich dann die Frage, was soll Huawei ein eigenes Betriebssystem auf den Markt bringen, wenn dieses Betriebssystem nicht das leistet, was Android ohne Google-Dienste, also ohne Play-Dienste heute auch kann. Genau. Dann kommen wir mal zu dem größten Lacher der Woche. Genau. Peter. Ich habe dir gestern, also wir nehmen heute am Samstag auf, es war vorgestern, am Donnerstagabend um 19 Uhr lief bei YouTube die deutsche Präsentation des Mi 11. Also das Mi 11 ist ja schon ein paar Tage alt. Gab ja schon diverse Präsentationen. Jetzt wurde es auch für den deutschen Markt vorgestellt. Und auch mit den deutschen Preisen, sehr interessant, die dann auch jetzt final sind. Und man hat sich einen Stargast eingeladen. Ein Stargast ist auch ein ganz genau, großes Genau, da denkt man, man mag spannend, was da jetzt kommt. Und dann... Also ich kannte Jumbo Schreiner, das ist so ein Moderator von ProSieben wohl, der die ganzen Essenssendungen, da machst du irgendwas mit Essen und der setzt sich da hin und da habe ich mir das Ding angeguckt und die Jugend von heute hat dafür ein Wort, Grinch nennt ich das, wenn man das so Fremdschämen nenne ich es mal und ich habe dir dann geschrieben, Markus, guck dir mal die Präsentation an, 10 Minuten reicht, du weißt genau, wovon ich rede. Liebe Xiaomi-Leute, es ist ja ganz toll, dass ihr so Präsentationen für den deutschen Markt speziell macht. Ihr habt das auch toll gemacht. Studio, alles so ein bisschen familiär mit lecker Essen und Couch und alles ganz toll. Aber wenn ihr jemanden dann holt ihr jemanden, der sich auskennt. Was der da erzählt hat, der hat von Smartphones null Ahnung, kein Interesse. Das Geilste ist, Jumbo Schreiner nutzt nachweislich ein iPhone. Und das tut er auch an dem Tag, wo er dort war, weil man, wenn man auf sein Twitter-Profil geht oder auf sein Instagram-Profil, sieht man immer iPhone. Was er da erzählt hat, war die totale Grütze. Ja, das war Fremdschämen pur. Ihr habt ein tolles Gerät, das Mi 11 ist ein tolles Gerät. Wirklich. Auch wenn man über die Preisstruktur etwas differenziert diskutieren kann, weil wir in Deutschland zahlen, bei uns geht es bei 800 Euro los, geht hoch bis 900 Euro. In Europa, Frankreich, Spanien, Großbritannien, darf man noch Großbritannien dazu zählen? Auf jeden Fall. In anderen Ländern ist das Gerät 100 Euro billiger. In Asien gleich mal 200, 300 Euro billiger. Aber es ist ein tolles Gerät. Aber bitte, macht das nächste Mal entweder alleine. Ihr habt genug Leute da, hat man ja gesehen. Da, am Ende kam ja noch ein Dritter dazu. Ich habe den Namen jetzt nicht. Und da wurde es dann wirklich Hand und Fuß, aber so Typen wie diesen Jumbo Schreiner, das mag ein netter Kerl sein, ja, so der große Teddy von nebenan, aber wenn man keine Ahnung von Smartphone hat, dann lass die Leute raus, es wird einfach nur peinlich.
Ich habe da jetzt gar nicht zugesagt, weil ich möchte es mir mit Xiaomi nicht verderben. Das ist, Gott, wie kann man nur? Ernsthaft? Also, ihr habt keine Ahnung vom deutschen Markt. Alles klar. Dann sucht euch eine Agentur, die Ahnung vom deutschen Markt hat. Wenn ein Hersteller keine Ahnung vom deutschen Markt hat und auf irgendeine beschissene Werbeagentur reinfällt, die auch keine Ahnung vom deutschen Markt hat, dann kommt so eine Grütze dabei raus. Meine Fresse nochmal, das kann doch nicht sein. Und was macht der Vogel danach? 3 Minuten später twittert er, wie toll doch der Xiaomi-Event war. Und dann steht da drunter Twitter für iPhone. Sag mal, seid ihr alle bescheuert oder was? Sorry. Also solche Fehler, die erwarte ich irgendwie von irgendeinem Berlin-Mitte-Startup, aber doch nicht von einem Weltkonzern wie Xiaomi. Jetzt Mann, mal, es Mann, gibt Mann. Wirklich genug Menschen da draußen, auch hier in Deutschland, die sich damit auskennen. Meld. Nein, ich schätze beiseite. Aber es gibt bestimmt andere Gäste, die man da reinholen könnte, die dann wissen, wovon sie sprechen und das auch wirklich einordnen können. Aber dann soll der Typ so ehrlich sein, sich hinsetzen und sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, was ich hier mache und das Unternehmen interessiert mich auch nicht, aber ich kriege hier 15.000 Euro dafür und für 15.000 Euro, ich arbeite bei ProSieben, da labere ich jeden Scheiß nach. Ja, so, ganz Punkt. Genau. Also das war wirklich peinlich, was da geliefert wurde. Auch wenn die Präsentation... Aber es zeigt, ich habe ja unter der Woche irgendwie, ohne das zu wissen, ist ja schon Montag oder Dienstag gewesen, als ich auf der Suche nach guten Testvideos für Smartphones war, habe ich dann getwittert irgendwie, ob jemand gute deutsche Tech-YouTuber kennt, weil es gibt einfach keine. Die sind alle schrecklich. Aber dann nehmt einen dieser schrecklichen Vögel, die wissen zumindest im Ansatz, worum es geht, als irgend so ein Allesesser von ProSieben. Echt. Xiaomi. Ja. Mann, und sucht euch eine neue Agentur. Mann, Mann, Mann. Gehen wir mal weiter. Das ist echt schlimm. Guckt es euch an. Genau. Peter, das Nokia N95 ist zurück. Richtig, genau. In Form des Samsung Galaxy A82. Die alten Menschen, so wie wir, können uns noch daran erinnern. Nokia N95, eine Koryphäe. Smartphone war es nicht, von Handy. Man konnte es auf zwei Richtungen aufschieben. Hat man es nach oben geschoben, kam eine Tastatur raus. Hat man es nach unten geschoben, kam Media Player Bedienung raus. Geiles Ding. Liegt heute noch bei mir im Keller. Ich krieg's nicht übers Herz, es wegzuschmeißen, weil es einfach ein mega geiles Stück Technik war. Und es kommt wieder. Samsung Galaxy A82 Dual Slider gibt jetzt zuerst Mockups. Also man hat sich das wohl patentieren lassen. Da wird so aussehen, dass wenn man es nach oben schiebt, wird ein Lautsprecher zum Vorschein kommen von AKG für den besseren Klang. Und schiebt man das nach unten, kommt eine großflächige Frontkamera mit Blitz zutage. Hat natürlich einen riesen Vorteil, diese Technik. Du hast kein Punchhole mehr. Du hast wirklich Voll-Display vorne. Was viele ja sagen, Punchhole, so toll es auch ist, ist es hässlich, gibt's da nicht mehr. Mega geiles Ding. Gefällt mir optisch sehr gut. Und wir wissen alle, wer bei uns mithört, Samsung Galaxy A-Serie ist die meistverkaufte Serie von Samsung. Ne, also mit weitem Abstand und auch weltweit ist die Galaxy A-Serie ganz, ganz oben mit dabei und nicht nur einmal vertreten, sondern mit mehreren Modellen vertreten. Also da kommt was das richtig stimmt. Großes. Nächste Thema Realme GT. Müssen wir darüber eigentlich reden, weil Realme scheint uns ja auch nicht zu mögen. Ja, okay. Doch, wir müssen darüber reden, weil ich finde es schön. Realme GT kommt jetzt demnächst raus, weil man versucht eine neue Strategie. Man wird jetzt 2 Flaggschiffe rausbringen pro Jahr. Also eine Dual Flagship Strategy hat man da ausgerufen. Also man wird sich da mit einer Doppelspeerspitze am Markt positionieren wollen. Und was jetzt da gezeigt worden, der erste Trailer, der offizielle, lässt schon einiges erahnen. Also klar, ist das Tollste drin, was man auf dem Smartphone-Markt bekommen kann. Die Vorstellung soll am 4. März zu die Bühne gehen. Und mir gefällt das gelbe Modell am besten, welches eine Lederrückseite hat. Vegan, okay, wer es wissen will, okay. Aber die Optik ist schon gut. Weil Leder auf der Rückseite ist ja nichts Neues, kennen wir ja. Aber in Gelb, wow, gefällt mir gut. Ja, nett. Okay, nett, nächstes Thema. Realme interessiert mich das tatsächlich überhaupt nicht. Spannender wird schon für mich OnePlus. Ich fand OnePlus ja schon immer sehr gut und habe denen ja auch nie wirklich den Rücken gekehrt, anders als andere. Ja, ich melde mich freiwillig. Das 9 Pro, OnePlus 9 Pro und das OnePlus 9e, was hat es damit auf sich? Genau, es wird demnächst die 9er Serie kommen, jetzt wird man wohl auch ein... Ja, es gibt verschiedene Bezahlungen. Also OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro ist gesetzt.
Es soll auch noch ein kleineres Modell geben. Man nannte es bislang OnePlus 9 Lite. Jetzt hat es das 9e bekommen oder auch 9R. Wir wissen es noch nicht. Also es wird verschiedene Möglichkeiten geben, sich da zu differenzieren. Machen ja mittlerweile viele Hersteller. Es ist halt die Frage, warum hat man es nicht gleich der Nord-Reihe zugeordnet? Also man fängt schon wieder an, das Ganze aufzuweichen. Man hat eine mittlere Schiene aufgebaut mit der Nord-Serie. Jetzt macht man diese Nicht-Nord-Serie, diese ganz normale OnePlus-Serie, weicht man nach unten wieder auf, Richtung Nord. Also ich sage nach wie vor, man verzettelt sich so ein bisschen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Preissprung zwischen einem OnePlus Nord, wenn es mal dann kommen sollte, ein neues, oder zu einem OnePlus 9e, 9R oder 9 Lite, wird nicht so hoch sein. Aber wo differenzieren sie sich? Macht das überhaupt noch Sinn? Na, tatsächlich nicht. Und ich glaube, guck mal, die Nord-Serie ist ja etwas, über die können wir reden. Ich habe sie getestet und wir können sie hier jederzeit kaufen. In den USA zum Beispiel ist das OnePlus Nord nicht zu kaufen. Es kann sein, dass die Nord-Serie dann wirklich, während es ja in den USA Geräte oder ein Gerät der Nord-Serie gibt oder geben soll, welches in Europa nicht zu erhalten ist. Es kann sein, dass diese Überserie, also OnePlus 7, 8, 9, dann der weltweite Rollout ist. Also, dass das Geräte sind, die du halt überall kaufen kannst. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind die Geräte zu groß. 6,7 Zoll, egal wie dünn die Bezels sind, oder 6,5 Zoll. 6,5 Zoll geht noch gerade, aber 6,7. Das ist grenzwertig. Ja, finde ich tatsächlich schwierig. Sehr schwierig. Was ich schade finde, wie gesagt, ich liebäugel ja so ein bisschen mit dem OnePlus 8. Und da weiß ich noch nicht genau, welches, das Pro vielleicht oder das T. So viel nehmen die sich ja nicht. Die Kamera vom Pro ist, glaube ich, noch einen Tick besser. Wobei da ja auch nur die Sony-Kamera im Endeffekt drin steckt. Ne? Allerdings auch 6,7 Zoll. Es ist, ich merke deutlich, dass so die Pixelgröße oder iPhone 10S-Größe, das ist für mich perfekt. Alles darüber ist mir ein bisschen zu viel, aber ich warte gespannt auf das 9er und werde es mir mal sicherlich anschauen. Was ich mir auch irgendwann mal anschauen werde, ist die Wireless Air Charging Funktion von Oppo. Genau, da kam es jetzt auch raus. Man hat es jetzt offiziell vorgestellt. Wir haben vor zwei Wochen, haben wir darüber von Xiaomi gesprochen, das Air Charge. Dasselbe Prinzip macht jetzt auch Oppo. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, bei Xiaomi war das so ein Riesenteil, den man sich ins Wohnzimmer stellen musste oder halt wohin auch immer. Und bei Oppo ist es eine ganz dünne Matte. Also sie ist wirklich super dünn und auch klein. Und trotzdem kann man über eine gewisse Distanz das ganze Gerät kabellos laden. Also sieht sehr cool aus. Es wird jetzt auf dem MWC, der jetzt in Shanghai stattfinden wird, wird es dann offiziell released und dann auch gezeigt. Und dann wird man auch wahrscheinlich weitere Informationen bekommen. Schaut es euch mal an, das Video ist sehr eindrucksvoll. Was jetzt noch nicht geht, wie bei Xiaomi, das ist halt man dann durch den Raum marschiert, es wird trotzdem aufgeladen. Das wäre natürlich der super Traum. Aber da kommt was und nicht nur Xiaomi ist dabei. Also Oppo ist wieder mal mit auf Augenhöhe und die zwei liefern sich ja schon mal ein bisschen Rennen. Wir hatten es ja mit der anderen Display-Kamera, hatten wir es ja schon und jetzt halt bei Wireless Charge. Schaut euch das Video an, sehr coole Geschichte. Ich glaube, da kommt was in der Zukunft auf uns zu. Genau. Nächste Thema können wir ganz kurz abhaken. Es gibt einen Leak von den AirPods 3. Die sehen aus wie die Auvisio IAS 27 ANC, die ich gerade teste. Die sehen aus wie die AirPods Pro, tut mir leid. Ich sage nach wie vor, das ist Fake, was da gezeigt wird. Also man weiß, es werden AirPods 3 kommen. Man weiß auch, dass die AirPods 3 in kürzere Stängel bekommen, wie heute die Pros haben. Und die Pros sollen gar keinen Stängel mehr bekommen, wie halt von Samsung. Diese Bohnen. Aber ich sage mal bevor, dieses Bild, ich verlinke es mal in den Shownotes, ist für mich ein Fake, weil das Case sieht original aus wie von den AirPods Pros, auch das Headset sieht original aus wie die AirPods Pros. Wenn sie kommen, werden wir darüber berichten. Sie werden sicher ganz toll sein, die werden sicher nicht billig sein und trotzdem keine In-Ears sein, sondern wirklich wie bisher, dass man sie wirklich in die Ohrmuschel einsetzt und nichts genau weiß man nicht. Wir wissen noch gar nichts, so ehrlich gesagt. Aber dieses Bild, sage ich nach wie vor, ist ein Fake. Genau. Was haben wir noch für ein Thema? Ich sag da gar nichts. Nächste Thema, Wearables so ein bisschen. Ganz wichtiges Update für Huawei.
Träger einer Huawei Watch GT 2 Pro, die wir auch getestet haben, oder einer Watch GS Pro. Aufgepasst, es kommt demnächst ein Update. Es wird ab sofort möglich sein, Drittanbieter-Apps zu installieren. Das heißt, eins der größten Mankos von Huawei Watch war immer, dass man keine anderen Apps installieren konnte. Das war der Riesenvorteil. Von Wear OS wird es ein bisschen relativiert. Es wird zig Apps geben. Man hat eine eigene Schnittstelle kreiert, die jetzt den Entwicklern zur Verfügung gestellt wird. Jeder, der Apps für Smartwatches herstellt, kann sie auf Huawei konvertieren und anbieten. Es geht los mit Fitness-Apps, werden da diverse kommen. Man wird demnächst auch Nachrichten beantworten können über eine extra App. Das war nämlich auch bisher nicht möglich, nur mit WatchOS. Jetzt kann man auch direkt auf der Huawei Watch Nachrichten beantworten per Sprache, wie man es halt von den richtigen Smartwatches kennt. Ganz, ganz wichtiges Update. Ich glaube, dann wird es auch interessant, das nochmal zu testen, was es damit auf sich hat. Genau. Nächste kleine News bei Wearables. Facebook bastelt an einer eigenen Smartwatch, die mit SIM-Card funktioniert. Die wollen völlig autark sein. Angeblich. Sie soll nicht an eine App gebunden sein. Das wäre ein Novum. Also sie kann wohl mit App verbunden werden. Man muss es aber nicht. Das wäre wirklich eine ganz tolle Geschichte, weil ich kriege mir wieder Fragen gestellt. Ich suche eine Uhr ohne irgendeine App. Schon gar nicht mit chinesischen, weil ich meine Daten. Gibt das, nennt sich Swatch. Ja, genau. Ist halt alles andere als smart, aber das könnte was werden, wobei, wenn der Name Facebook auftaucht, glaube ich, kriegen viele schon wieder Panikattacken hier und Schweißausbrüche. Menschen, die darauf Wert legen, eine Smartwatch ohne App zu nutzen. Ja, Facebook. Genau, Facebook hat sowas. Ich glaube, das schließt sich irgendwo selber aus. Und ja. was da ganz große Rolle spielen wird, dass sich diese Uhr mit verschiedenen Diensten verbinden lässt, wie zum Beispiel Peloton. Die sind ja ganz groß im Moment mit diesen super teuren Fahrrädern. Die haben ihr Programm ja massiv ausgeweitet. Und man wird diese Uhr direkt mit diesem Anbieter Peloton verbinden können, auch mit diversen anderen, auch Drittanbieter Zubehör, Brustgurte, Headsets, soll alles unterstützt werden. Also das Ding Smartwatch ein bisschen anders gedacht, mehr nicht so auf Apps und so Geschichten, sondern wirklich auf Usability, gerade für so Sportler. Aber ist Facebook mittlerweile als Name nicht komplett verbrannt? Ich denke auch. Es gibt doch nichts, was uncooler ist als Facebook, ja, oder? Ja, das stimmt allerdings. Also alte Leute mit Hundefotos, die sind auf Facebook, aber sonst doch niemand mehr. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Egal. Es gibt da noch ein Update für die Galaxy Watch Active 2, die man zurzeit, glaube ich, für unter 100 Euro bei Mediamarkt oder bei Amazon bekommt. Ja, irgendjemand hat die gerade im Angebot. Ich glaube, das waren die beiden, ja. Und für die Galaxy Watch 3 per Update, aber es funktioniert nur auf Samsung-Geräten. Genau. Es wird seit Ende 2019 propagiert, dass eine Samsung Watch EKG schreiben kann. Also auswerten kann, wie man es von der Apple Watch kennt, auch von diversen anderen mittlerweile kennt. Es wurde lang versprochen, jetzt ist es da. Entschuldigung, ich greitsch da kurz rein. Kannst du hier unten verlinken, 97,99 Euro, die Galaxy Watch Active. Okay, wird eingebaut. Also unter 100 Euro kriegt man jetzt eine Uhr mit EKG-Messung. Das Update ist final draußen. Also immer mehr User haben dieses Update bekommen, dass die Uhr EKG schreiben kann. Aber, und da fängt es an, es funktioniert nur, wenn man ein Samsung-Smartphone hat. Ja, liegt hier rum. Ja, bei dir liegt es rum, bei vielen anderen nicht. Und schon geht nämlich der Shitstorm los im Internet. Das wird nämlich nirgendwo wirklich explizit genannt. Also, ach so, sorry, aber ich glaube auch niemand regt sich drauf, dass ich meine Apple Watch nur mit dem iPhone updaten kann. Da steht überall. Apple Watch funktioniert nur mit Apple. Das steht auch auf der Homepage. Punkt. Samsung Watch funktioniert nur mit Samsung. Genau. Also, obwohl, ich habe es damals ja auch mit LG genutzt und mit Honor und mit diversen anderen Geräten. Ja, du hast recht. Richtig. Also das Update ist jetzt. Ich ziehe meinen Einwand hier mit zurück. Genau. Also das Update ist jetzt da. Ich bemühe mich gerade dazu und darum, eine Galaxy Watch 3 zum Test zu bekommen, weil die habe ich noch nicht getestet. Ich habe jetzt bis auf dieses Update gewartet, weil ich will gucken, ob dieses EKG wirklich funktioniert. Bei der Apple Watch funktioniert es so, naja, es ist halt da. Wie hat ein Mediziner mal so letztens so schön gesagt in einem, ich glaube, es war auch ein Podcast, da ging es auch um Smartwatches. Wir können es messen, deshalb machen wir es. Ob es sinnvoll ist, ist die andere Frage. Genau das ist es nämlich, weil auch eine Apple Watch ist weit weg von einem präzisen EKG. Und ich befürchte auch bei der Galaxy Watch, aber ich will es halt selber ausprobieren und dann auch direkt vergleichen mit meiner Apple Watch. Und deshalb, ich bemühe mich gerade um ein Testgerät und werde es dann mal in der Praxis ausprobieren, im Rettungswagen gegen unser Profi-Gerät.
Ja, haben wir noch gar nicht auf dem Plan. Angeblich arbeitet Samsung gerade an einer Uhr mit Wear OS, aber da können wir nächste Woche mal sprechen. Genau, da können wir mal ein bisschen. Weil Gewinnspiel haben wir ja abgehakt. Und genau. Es ist Samstag, das Wetter ist schön, ich würde so langsam raus. Wir essen zeitig. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen, entspannten Sonntag. Genießt die Tage, genießt die Ruhe der Zeit. Es kommen auch wieder bessere Tage. Genau, es wird alles. Wobei besser. Ich weiß gerade gar nicht, was gerade schlecht ist. Also alles fein. Ist alles schön. Tolles Wetter draußen. Ich wünsche euch. Ja, meine Uhr ist noch nicht gekommen. Ja, genau. Dann geh du an die Tür, fang mal deinen Paketboten ab. Ich wünsche euch viel Spaß beim Amazon vorhabt. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.